Nein, ihr dummen Pisser, ich bin Steve und werde hier die Analyse vertreten, weil Bulpa zu unfähig ist, eine Bewertung oder sonstigen Müll in einem Text zu verfassen. Aber ich bin ein sehr netter Typ und habe 3 Bewertungen aus Kampf getätigt, weil die Jury aussetzen musste und manche inkompetent sind, um mir rechtzeitig abzugeben. Darum habe ich mir nicht allzu viel Mühe gegeben, aber wir sind hier nur beim MP4. Starten wir beim Video. Gentex hat deutlich die bessere Qualität und der Schnitt passt gut zum Style. Die Performance beider Kandidaten sind aber wirklich nicht sehr gut. Bei Sam sieht man aber wenigstens, dass hier etwas auf dem Text performt wurde. Das wirkt bei Sam noch etwas versteift. Und bei Kentex, keine Ahnung, was der da macht. Irgendwas. Die Color Correction ist bei Kentex irgendwie kaum vorhanden. Das sieht nach nichts aus, da hätte man schon mehr draus machen können. Bei Sam wirken die Farben irgendwie grau. Korrigiert wurde da auch kaum was. Und wenn ja, dann irgendwie sehr schlecht. Die Kameraführung ist bei Kentex deutlich besser als bei Sandsmoke, die flüssiger sind und besser aufgenommen wurden. Da wurde sich deutlich mehr Gedanken gemacht und mehr Camskill bewiesen. Bei Sands Sound wären dynamische Aufnahmen wirklich sehr schön gewesen. Hier wurde aber immer nur auf eine Stelle gefilmt und geführt wurde die Kamera auch nicht gut. Kentex ist aber an allem besser. 2-0 an Kentex. Audio. Sam hat wirklich eine geile Hook und bringt in den Parts gute Stimmeinsätze. Die Mische und wie die Adlibs bearbeiten wurden, unterstützt das Ganze sehr. Und ist im Gesamten ein sehr schönes Produkt. Und am Ende sind noch so geile Gesangseinlagen im Hintergrund. Porno. Kentex hört sich clean an, das war's dann aber auch. Es wurde nicht wirklich was hervorgehoben und es wurde nur drauf losgerappt. Es hört sich langweilig an, bis auf 2 Stellen, die bearbeitet wurden. Der cleane Sound ist im Gegensatz zu Sam aber wirklich nichts. Eine Hook ist auch nicht vorhanden. Ich vergebe ein 2-0 an Sam Smoke. Rap-Skill. Kentex versucht hier hart zu flexen, es gelingt ihnen aber eher weniger. Es ist oft unsauber genuschelt und durch die Stimmenlage wirkt das alles irgendwie plump, keine Ahnung. Als wenn er gleich irgendeinen Anfall kriegen würde. Stimmlage entsteht auch, glaube ich, bei ihm, um das besser runter zu flowen. Aber irgendwie ist es alles etwas weird. Sam sein Einstieg und manche schnelleren Passagen finde ich etwas unpassend und wirken so heruntergehaspelt. Aber sonst in allem schön angenehm geflowt. Technisch werde ich einfach einen Punkt an Sam geben, weil ich von Kentex keinen Text vorzuliegen habe. Bei der Delivery finde ich beide haben nicht viel getan. Die Punches von Sam sind sehr geil, aber ich finde, sie sind alle stumpf und langweilig rübergebracht. Ja, und bei Kentex, seine Stimmlage macht die Delivery komplett runter und die Betonungen sind auch nicht gut. Ja, ich vergebe beim Rap-Skill ein 2-1 an Sam Smoke. Punchlines. Kentex und Text besteht fast nur aus, du bist peinlich, schlecht, lern zu rappen. Was wirklich trifft da aber dann nicht. Sam Smoke stellt Kentex als traurigen, depressiven, unhygienischen, pubertärigen, 15-jährigen dar. Und das passt meiner Meinung nach mega gut zu Kentex. Die Lines mit den schmalzigen Haaren finde ich mega geil. Meine Favorite Line ist die Glidekill Line. Einfach dope. Im Gesamten eine schöne, punchende Runde. 4-1 an Sam Smoke. Der Jury Vote geht meiner Meinung nach auch an Sam. Er hat bis aufs Video überzeugt und hat eine sehr schöne Battle-Runde abgeliefert. Ein Endergebnis von 9-4 für Sam Smoke an meine Analyse und damit würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal, ihr dummen Hups. Bei Steve ist die Zweitbewertung nicht drin. Die Zweitbewertung war von Dreep. Er hat ein 10-5 an Sam Smoke gegeben. Damit gewinnt Sam Smoke mit einem Ergebnis von 19-9 und damit herzlichen Glückwunsch für den Einzug ins Viertelfinale an dich. So, hier tue ich jetzt eben kurz Freestylen bei der diesmal Klapps-Analyse. Also, im Videopunkt, ich finde das Video ziemlich witzig. Also man merkt das Konzept hinter dem Video. Finde ich ganz lustig, wie die beiden immer hin und her switchen, dass das eine Licht dann heller ist, wenn zum Beispiel Metro rappt oder wenn Unique rappt, dass da das Licht dann angeht. Rap-Skill-technisch finde ich die beiden eh ziemlich super. Da gibt es auch nichts viel zu bemängeln. Vielleicht ein bisschen mal technisch was dann nicht so komplett stimmig ist. Aber sonst ist das Ganze ziemlich gut. Die Audio ist auch super, denn allein das Unique, das abmischt und alles, oder auch Mitra, auf jeden Fall die beiden können gut mischen, können die Audio gut klingen lassen, ja, den Jury Vote brauche ich nicht und die Punchlines sind auch hier und da cool, aber auch manchmal ist es halt so eher eine Aufbauline, die dann zum richtigen Punch übergeht, finde ich gut. Die haben eine tolle Runde gegen FFS gebracht. Schade, dass FFS nicht eingereicht hat, aber daran kann man nichts ändern. Trotzdem seid ihr auch im Viertelfinale und ich hoffe, da werdet ihr eure Gegner auch mal noch ordentlich einen reinhauen.